Pokémon. Es wird dunkel in Deutschland. All das gibt es. Als Zeichen der Demut. Da hört sich wunderbar. Da reicht die Freundesliste aus. Da war dann erstmal Licht aus. Auch Tag. Und das ist nun mal mit 7 Euro in der Südkurve nicht zu finanzieren. Ich verstehe die Kritiker über Ergebnis. The action of a policeman is lazing in his car in central Stockholm. Bitte, sag mal doch mal, was nach dem Blöde da. Laugh. Pokémon. Die Menschen erkennen kaum noch die eigene Hand vor Augen. Angstzustände, Furcht im Dunkeln auf die Straße zu gehen. Gewalt an sich ist sicherlich ein gesellschaftliches Phänomen. Aber keine Mut an Worten! Polizei verhindert Massenschlägerei. Weil sie permanent aus ihrem Smartphone nachfragen. Ich habe immer die Schulde! Kaum einer ahnt, was alles über ihn gespeichert ist. Er hört sich wunderbar. Und komm, lass mal gemeinsam irgendwo einmarschieren und irgendwas wegbomben. Frau Merkel sagt, wir schaffen das. Pokémon. Die Anhänger einer neuen Gemeinde beginnen, eine andere Realität aufzubauen. Auch im digitalen Raum. Auf welchen Links will ich die Software runterladen? Das ist unser neues Ordnungssystem. Das kann, wenn überhaupt, nur Europa. Die Yeti. In der Hut werden erstaunliche Monster zu finden sind. Die Yeti. Hex. USA. 15.000 Menschen bei der letzten Demonstration von Pegida. Ja. Mach es gar nicht. Rommelkaserne. Pokémon. Es handelt sich um einen Hai. Orgespiele Trapattoni. Der revolutionäre Züge zeigt. Aber das hat 340 Millionen Euro gekostet. Kannst den Laden auch zumachen. Bringt nichts. Ja, das muss ich euch mal sagen. Kriegen Sie gar nicht mit. Mit uns eben nicht. Pokémon. Pokémon. Immer mehr Menschen verbindet sich. Wenn wir gegen Golden Wanderers 12.000 Zuschauer haben, diese alte, schöne Welt. Es geht nur gemeinsam. Und ein kleiner Blindvogel, darfst du auch mitspielen? Gibt noch, das nehme ich jetzt mit, einen Vermittlungsbedarf. 15.000 Menschen bei der letzten Demonstration von Pegida. Pokémon. Pokémon.
Gegnern sind schnell auszumachen und stellen sich offen belächelt entgegen. Du traust dich nachher nicht ins Sportheim, um dein Geld zu holen. Ja, was grinst du mich an, ne? Das ist ein populistische Scheiße. Was lachst du? Nichts wird uns im Weg stehen. Pokémon. Die Anhänger begeben sich auf eine Reise, deren Ende niemand kennt. Wer kann Marken machen? Wer kann nicht Marken sprechen? Wer kann nicht sprechen, nicht schreiben? Wir wissen nicht, wir können nicht schreiben. Nach 13 Jahren. Ketten den 13-Jähriger in 2 Minuten, wie man Trojaner erstellt. Das Risiko geht ja auch am Schutz vorbei. Die dunkle Seite. Die kommt aus dem Nichts. Die Menschen sind total nackt. Die Pizzabestellung von morgen. Pokémon. Sie werfen ihre Eier, schütteln ihre Bälle, haben stets einen Sack dabei und setzen mutig einen Fuß vor den anderen. Allein das Gefühl, ständig überwacht werden zu können von allen möglichen Leuten, führt dazu, dass wir uns angepasster verhalten. Alles super. Das brauchen wir, um unsere Lieferzeiten zu koordinieren. Das sind abendfüllende Vorträge, um das zu beantworten. All das gibt es. Pokémon. Sie kämpfen gegen Monster, gegen alltägliche Übel, die viel gefährlicher sind als alle Chefs, Polizisten, Lehrer, Professoren und Politiker zeigen können. Die Yeti. Wenn wir nur gegen Bolton Wanderers 12.000 Zuschauer haben. Allen Social Media Plattformen. Ich sie, dich sie. Alle anderen in Europa gucken in die Röhre. Das kann, wenn überhaupt, nur Europa. Pokémon. Diese Begegnung wird sportlich geführt. Elbert, Janka und Ziegler. Wir müssen nicht vergessen, Ziegler. Diese alte, schöne Welt. Es geht nur gemeinsam. Diese Spieler waren Spieler. Müssen zeigen, ja, sie will. Samstag, diese Spieler müssen zeigen mich. Es sei die Fans. Müssen alleine das Spiel gewinnen. Pokémon. Und alle Leute behalten stets ihren Zauberstab in der Hand. Es geht nur gemeinsam. Einig Mario, einig andere Mehmet. Was erlaube Struth?
diese alte, schöne Welt. Es gibt Spieler wie zwei oder drei, die diese Spieler waren schwach wie eine Flasche leer. Pokémon. Was einer vergisst dabei die Zeit. Oder begibt sich in unglückliche Rolle. Da sind wir uns alle einig. Hey, hier gibt's Neuigkeiten. Ich kann aber auch den anderen Weg gehen und kann sagen, wir lassen alles offen. Auf Snow! Aber wenn du ihn tötest, Katniss. Also ich empfehle Ihnen die Tofu-Brokkoli. Einfach knacken. Pokémon. Pokémon. Das Ganze geht so lange, bis die Internetverbindung zusammenbricht. Oder der Akku aufgibt. Internet, Akku. Pokémon. Bis die Internetverbindung zusammenbricht oder der Akku aufgibt. Da ist gar nichts toll. All das gibt es. Da hört sich wunderbar an. Wir wissen nicht genau, was der Hintergrund ist, aber wir können nur vermuten, dass es um die Frage letztendlich geht, Leute subtil zu mobben und sie dann entsprechend im Griff zu haben. Allein das Gefühl, ständig überwacht werden zu können von allen möglichen Leuten, führt dazu, dass wir uns angepasster verhalten. Glauben Sie das? Aber das hat 340 Millionen Euro gekostet. Pokémon. Wer sich in kein höheres Datenpaket buchen lässt oder zusätzliche Akkus kauft, hat schnell das Nachsehen. Licht aus. Geht das denn? Aber das hat 340 Millionen Euro gekostet. Und das ist nun mal mit 7 Euro in der Südkurve nicht zu finanzieren. Einfach alles. Nicht umsonst gewesen. Normalerweise populistische Geschichte. Unser Held im Himbeerfeld. Stickerbammer. Dann fahren alle auf den Zähnen! Schweigen